Folgen wir jetzt erstmal einfach nur der Straße. Automatische Pause, Feind gesichtet. Ein Ankick. Euer Leben liegt in noch ein Ankick. Au. Säure spuckende Riesenmonster. Die wenigstens gute Erfahrungspunkte geben. Ja. Au, aber auch ziemlich stark reinhauen. Uff. Da hat Kalista ordentlich eins auf die Nase gekriegt. Schmuckstück und Ankickpanzer. Zwei Ankickpanzer können wir auf jeden Fall mitnehmen. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Was wollt ihr? Auch wenn das Minsk ein bisschen überlastet. So, da sehe ich nochmal irgendwas, was nach einer Farm oder so aussieht. Wer seid ihr? Ja? Hallo? Ihr wollt einen Keks jagen? Die haben uns angegriffen. Dann passt auf. Es ist Paarungszeit, also kommen hauptsächlich die Weibchen an die Oberfläche, um sich einen Vorrat anzufressen. Sie sind hungrig, sie sind angriffslustig und es sind sehr viele. Also wir machen das hier nicht, um sie auszurotten, sondern um den Spielstand auf einem überschaubaren Niveau zu halten. Vergesst nicht, dass sie die Erde auflockert und dadurch die Ernteerträge um bis zu 15% steigern. Juhu, 15% dafür, dass sie einem mit ihrer Säure das Gesicht wegschmelzen. Unsere Nahrung wird in den nächsten paar Jahren sowieso recht knapp werden. Daran solltet ihr da draußen auch denken. Also nicht mehr als 4 Ankeks pro Gucke. Wenn ihr mehr fangt, müssen sie wieder freigelassen werden. Die meiste Aktivität konnten wir etwa 50 Meter links von hier verzeichnen. Also im Westen. Und jetzt los mit euch. Ich bleibe hier und behalte euch im Auge. Ja? Ihr verkraftet den Stress noch nicht. Was auch recht. Es gibt genügend andere, die euch ersetzen können. Okay. Also 4 Ankeks. 2 habe ich ja schon. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Au. Säure spuckende Missgeburten. Okay, vielleicht Missgeburten nicht ganz. Säure spuckende Rieseninsekten. So. Du müsstest auch einen Antik schleppen können, oder? Ja, gerade einen. Die Ankeks können wir nämlich, glaube ich, verkaufen. Auf jeden Fall können wir sie nutzen. Das wissen wir ja dank dem Ankek-Panzer. Terom Furiruim aus Berikost hat ihn meisterlich angefertigt. Den da nicht. Aber wir wissen wenigstens, dass er einen meisterlich anfertigen kann. Ja. Ihr habt eine Aufgabe? Ja, Hira hat ein Level-Up als Kämpfer. Ein Punkt in Speere. Hätten wir ihr von Anfang an den Punkt in Speere gegeben. So, tu mal die kurz weg. Im Augenblick hast du ein ETB von 13. Und jetzt hast du ein ETB von 14. Super. Mit dem Ding machst du aber 1W6. Mit dem machst du auch 1W6. Okay. Blöder Fehler. Khalid können wir leider kein Ankick-Panzer geben. Die Dinger wiegen nämlich... Wie viel wiegt ihr? 100.
Dann kann Khalid halt den Schmuck nehmen, den wir so sonst so bei den Ankeks gefunden haben. So. Und du kannst deine Schriftrolle wieder haben. Die geben wir auch mal zum Verkauf weg. So. Dann hat Düder hier etwas mehr Platz für Schleuderkugeln. Die ist nämlich dann auch ziemlich voll gepackt. Die arme Düder hier. So. Was wollt ihr? Gut. Ich würde die Ankeckköpfe am liebsten irgendwo lagern für alle Fälle. Aber jetzt reden wir erst noch mal mit der netten Frau hier. Wo ist die jetzt schon wieder? Sag bloß, die ist jetzt weg. Nee, oder? Hier haben wir sie eigentlich getroffen. Ach, geht weg. Gleich drei Stück, nee. Oder ist sie weiter die Straße rauf gelaufen? Was ich bezweifle. Nein, die ist weg. Mist, die gibt uns nämlich normalerweise Erfahrungspunkte. Und die brauchen wir eigentlich. Erfahrungspunkte. Ich weiß jetzt nicht, soll ich das Quicksave nochmal laden, weil das ist jetzt blöd gelaufen. Ja, okay. Lade ich einfach den Quicksave nochmal. Das ist jetzt einfach blöd gelaufen. So. Wo sind wir? Ah, wir sind hier. Regen oder Sonnenschein. Ich genieße es, im Freien zu sein. Jetzt sind wir noch vor den Ankeks. Und noch vor Yahiras Level Up. Dann werde ich Yahira doch was. Doch was anderes geben statt Speeren. Werde ich den einen Punkt noch in das andere geben, was ich Yahira gegeben habe. Da große Schwerter. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir Baldurs Tor die perfekte Waffe endlich für sie finden bei einem Waffenschmied. Yahira könnte nämlich einen Krummsäbel tragen. Als Druidin. Warum auch immer sie das kann. Sie kann es einfach. Und wir können das gut akzeptieren. Jo. Da ist schon wieder die Straße. Sehr schön. Da würde ich fast schon sagen, wir gucken uns erst auf der Seite der Straße um, fertig um. Und dann erst. Wow, hier wird's laut. Ah, da sind ja die Ankeks. Drei Stück. Und die hauen einfach mal so ab. So, einer ist weg. So, bombardieren wir den dann nochmal. Schon erledigt. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Und der da noch weg. Gut. Erfahrungspunkte, Stufenaufstieg für Yahira. So. Das hat dir leider keine neuen Zauber eingebracht. Aber ist okay. Gut.
Ja, nichts leichter als das. So. Wir sammeln den Keks ein. Wir sind voll bewaffnet und kampfbereit. Quick Save. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Da sind wir schon wieder hier bei dem Bauernhof. Da sind Bäume im Weg. Und hier müssten wir jetzt gleich der Frau begegnen. Außer die latscht doch irgendwo hier rum. Hallo. Wo bist du? Sag bloß, die ist wirklich einfach irgendwo hingegangen und ich habe sie nicht wiedergefunden. Naja, es hat sich jedenfalls gelohnt, dass ich ja hier jetzt alles geskillt habe. Auch wenn es out of character war. Was ich gemacht habe. Oh, hallo. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Hallo, Anhex. Aua. Sterbt einfach. So. Was? Nichts leichter als das. Der ihre Panzer können wir leider nicht mitnehmen. Wir können uns aber merken, wo sie liegen. Ja. So wie immer das hier zu Kalit. So, den Schmuck. Was wollt nichts leichter als das? Ich habe nämlich vor, ein paar Ankeck-Panzer zusammenzusammeln und hier irgendwo zu bunkern in einem Fass oder so, dass sie nicht die spawnen. Weil wenn wir doch mal Geldprobleme haben sollten, können wir die einfach alle mal offscreen verkaufen. Das kostet uns dann zwar ein bisschen Zeit. Hier unten an Tagen. Ah, da ist sie ja. Hey, du da. Ja? Wir haben Ankeks. Ja, das kennen wir bereits. Ja? Gute Arbeit. Und ich nehme an, dass ihr die Fangquote eingehalten habt. Hier habt ihr 75 Goldmünzen. Sucht euch ein Zimmer in der Stadt und ruht euch aus. Ihr habt es euch verdient. Okay. Hat sich volle Kanne nicht gelohnt. Da hatte ich waren meine Erinnerungen doch nicht mehr ganz so frisch. So. Ich höre sie schon wieder buddeln. Wieder zwei Stück. Drei Stück. Wieder. Wow. Ja, hau ab. Wieder hier wurde gerade aufgelöst. Kacke auch. Gut. Die 75 Gold habe ich jetzt wahrscheinlich schon bekommen. Da sind wieder. Ihr habt gerufen. Übertreibt. Nee, halt. Stehen geblieben. Was immer ihr braucht. Du. Nochmal den hier. Ja. So, jetzt. Haut drauf. Warum sind da 6 Ankeks? Ist ja nicht so, dass das ein bisschen übertrieben ist. Und das kann ich gleich abkratzen. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Hi Kalit. Ah!
Das wird so nichts. 6 Ankeks kann man nicht besiegen. Gut.